Gut, das ist, zum Glück habe ich das nicht laut vorgelesen. Ja, das ist ganz schön. Da wurden, also es gab 10 Testpersonen scheinbar, so wie ich das verstanden habe. Und nach ein paar Tagen und so hat angefangen, die Haut sich zu ver, Sie da sozusagen zu drüben, verdicken. bitte reden Sie mit mir. Ich bin in dem Raum links von Ihnen. Verwenden Sie die Sprechanlage neben dem Fenster. Das kann nicht sein. Ein echter Aha. Mensch? Das kann nicht sein. Was sehe ich da? Einen richtigen, reinen Doch. Menschen. Was ich für ein Wesen bin, Ja, ich bin ein davon Mensch, aber was interessieren sich bist denn du? Menschen dafür? Es tut mir leid. Ich bin freundliche Leute nicht gewöhnt. Normalerweise werde ich von den anderen angegrunzt und raumgeschubst. Mein Name ist Fawkes. Mein ganzes Leben schon verbringe ich in diesem Käfig. Schon komisch, dass die anderen dich als Mutanten ihre Spezies betrachten. Verblüffend, wie gut du sprechen kannst. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Tut mir leid, ich habe Wichtigeres zu tun. So ist es. Aber ich habe keine Zeit darüber zu Merke ich eine diskutieren. Ironie des Schicksals? Ich bitte, mein Erstaunen zu verzeihen. Ich hatte nicht erwartet, jemanden mit einer derart reifen Einstellung diesen Dingen gegenüber anzutreffen. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein gebildeter Mensch hier auftaucht und das GEEK sucht. GEEK, Niemals war Sus. es ich. Was Ich weiß, weißt du wo es über ist. das GEEK? Und was am allerwichtigsten ist, ich weiß, wie man es bekommt. Eine Hand wäscht die andere. Warum solltest du Ich mir bin helfen? hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich schon hier bin. Nehmen Sie mich mit. Dann finde ich das GEEK für Sie. Wieso sollte ich Schwierigkeiten haben, an das GEK zu kommen? Naja, haben wir es leichter. Ich habe keine Angst. Ich mähe alles nieder, was mir in die Quere kommt. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich habe hierfür keine Zeit. Ich will ihn schon gerne freilassen. Man kann ja nicht alle Aber Mutanten wer über das einen Kamm scheren, wenn du GEEK versteht, was ich meine. aufgemacht hat, ist dermaßen verstrahlt, dass ein menschliches Wesen keine Minute darin überleben würde. Ich hingegen habe von meinen Mitmetamenschen überraschenderweise eine ziemlich nützliche Eigenschaft geerbt. Ich bin höchst strahlenresistent. Wenn Sie mich hier rauslassen, serviere ich Ihnen das GEEK auf dem Silbertablett. Wie bekomme ich dich hier raus? Moment. Wie kann ich wissen, dass du nicht Dafür gibt es keine abhaust, Garantie. sobald wir draußen sind? Mein Wort muss Sehr genügen. wichtige Frage. Ich habe ja bereits geholfen, indem ich Sie vor der Strahlung gewarnt habe. Das sollte als Beweis meiner guten Absichten genügen. Also, was meinen Sie? Okay, Schön zu sehen, Farkas, dass heißt Sie er es so? mit einem vernünftigen wir sind im Menschen zu tun Geschäft. haben. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Wir können uns darüber später noch Weißt du, was unterhalten. das GEK Jetzt genau macht? müssen wir uns darauf konzentrieren, diese Tür zu öffnen.
am Ende des rechts gelegenen Sag mir, Korridor, wie ich dich aus diesem Raum rausholen kann. Im Inneren finden Sie die Brandschutzkonsole für den medizinischen Bereich. Lösen Sie dort den Alarm aus, damit ich entkommen kann. Aber Vorsicht! Durch das Auslösen der Konsole wird ein Notprogramm aktiviert, das alle Genesungsräume im medizinischen Bereich öffnet. Oh, sag mir noch mal, wie ich dich in diesen Raum herausbekomme. Was mache ich, nachdem die Brandschutzkonsole aktiviert habe? Einige dieser fehlgeschlagenen Experimente sind wirklich gefährlich. Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden. Nee. Nee, da müssen wir uns ja richtig krass vorbereiten, oder? Wo ist das Wartungszimmer? Das ist nicht, Wartungszimmer. Erfordert Schlüssel. Gut, ist hier das Wartungszimmer? Okay, das ist kein Wartungszimmer. Hier, nein. Da oben? Gefunden! Oh! Ich bin wieder erschrocken. Stimmt etwas? Würde jetzt ungern sterben. Die Tür scheint immer noch gut verschlossen zu sein. Kann ich nochmal ganz kurz mit mir reden? Am Ende des rechts. Sag mir nochmal, wie ich dich aus dem Raum rausholte. Ich hoffe. Okay. Wir müssen die eigentlich töten, ne? Das machen die später Probleme. Alter, wir haben 10 Stimpacks. Alter. So. Hab ich gerade irgendwas gehört? Ah, dann müssen wir später aufmachen. Das sind ganz schön viele, ne? So, er lädt gerade praktischerweise nach. Das ist gut. Oder hat nachgeladen. Kritischer Angriff, das ist praktisch. Werden gimpen? Tot? Krass, hätte ich jetzt nicht hier gedacht. Ist hier das Dings? Scheiße. So, ich muss sie ganz kurz looten. Ist sehr wichtig. Einfach nur, Moment, und dann nehme ich auch noch mal ganz kurz ein Sturmgewehr mit. Scheiße, jetzt sind wir schon fast überladen. Weil wir müssen es gleich mit ein paar Leuten aufnehmen. Ein Stimpack, ja. Ein Stimpack geht noch. Den Rest, hier aufbereitetes Wasser und Hundefleisch. Ganz lecker. Denn Sturmgewehr muss ich, glaube ich, ganz kurz reparieren. So, ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Jetzt macht sie 21 Schaden. Sturmgewehr, 21 Schaden. Da. Gut, ich mach mal ganz kurz hier die Tür zu. Weil kann jetzt ein bisschen gefährlich werden, Leute, ne? Hier ist noch ein Terminal. Kriege ich nicht auf. Okay. Sie haben die Brandschutzkonsole des medizinischen Flügels von Voltimon zugegriffen. Dann kann Feueralarm nicht mehr deaktiviert werden. Feueralarm aktivieren. Müssten wir jetzt nicht ein bisschen Besuch bekommen?
Ey. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht ein Mensch. Aber, gut, du bist kein Mensch, du bist unser Feind. Okay, Moment, ich nehme mal ganz kurz das Messer. Was hält denn der aus? Hör mal. Mein lieber Scholli. ganz kurz. Haben wir noch genug TP? Na gut, das geht. das richtige Sturmgewehr habe ich. Warum hat der denn so viel ausgehalten? Dabei hat er doch gar nichts Besonderes, oder? Na gut, ist ein Experiment. Endlich! Die Freiheit! Die wahre Freiheit! Worte reichen als Dank für dieses Geschenk kaum aus. Es ist unvorstellbar, wie lange ich mir diesen Moment schon in Gedanken ausmale. Und er fühlt sich noch besser an als in meinen kühnsten Träumen. Kommen wir jetzt zu meinem Teil unserer Abmachung. Hier lang. Sie haben Karma dazu gewonnen. Yay! Gut. Ich weiß gar nicht, ob das, ob Karma, ne, allgemein ist. Also wenn man Karma dazu bekommt, dass es auf der ganzen, im ganzen Ödland dazu gehört, oder Karma, naja, eigentlich müsste es ja allgemein sein, ne, oder Karma bei diesem Ort. Aber na gut, jetzt wollen wir erstmal den Forkis, wenn das ausgesprochen wird. Ich dachte tatsächlich gerade, der greift uns vielleicht an. Hätte ja sein können, weil man weiß es ja nicht. Also, und das mit der Freiheit? Da hat er recht, da hat er fast recht gehabt. Also hat, da hat er theoretisch recht. Muss man mal sagen. Freiheit kann man nicht nur mit Worten bedanken, bezahlen, was weiß ich. Wie man es nennen will. Na gut. Folgen wir den Typen mal. Der hat einen Vault-Anzug. Der hatte gerade einen Vault-Anzug angehabt, oder? Nee, jetzt hat er wieder einen Vault-Anzug gehabt. Jetzt hat er wieder einen Vault-Anzug. Gerade hat er was anderes angehabt irgendwie, ne? Was Schwarzes, oder war das wegen den Schatten? Das war wegen den Schatten. Gut, ist hier das... Darf ich hier... Ich darf hier noch rein, ne? So, dann mal ganz kurz die Waffe nach. Ah, da war vielleicht noch ein Gegner, oder... Ja. Doch. ich dachte jetzt hätte ich ihn aus Versehen angeschossen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Macht er das alles schon für uns? Ich glaube schon. Ich hab keine XP, ich dachte, ich krieg da vielleicht noch ein bisschen XP. Aber gut. Gut. Fuchs, kannst du mir jetzt wieder weiter behelfen? Da, jetzt hat er wieder Schwarzes an, ne? Aber das ist der Vault-Anzug immer noch. Ich weiß auch gar nicht, warum das. Ah ne, es ist ja ein Mensch, ne? Sind dadurch diese Supermutanten entstanden? Weil das sind alles Experimente, aber wir sind, das ist ein Supermutant, oder? Das ist ja im Endeffekt ein Supermutant. Aber... Möge der Bessere zuerst untergehen. Kritischer Angriff. Und ich habe keine XP dafür bekommen. Bin jetzt sehr traurig. Das heißt, der ersten Schlag macht, kriegt auch die XP. Aufwachen. Zeit zu sterben. So... Ameisenfleisch, warum nicht? So, mal ganz kurz wieder zu speichern. So, ich weiß gar nicht, wo er uns jetzt hier gerade hinbringt. Aber wenn wir ein GEK haben, dann haben wir auch schon unser Ziel erreicht. Und ich glaube, danach machen wir wieder ein paar Nebenmissionen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich gehe allein weiter. Weil, ist ja mal... Hinter dieser Tür
sind die Gänge und Hallen voller Strahlung. Ich hole den Koffer und komme sofort zurück. Aber Achtung! Einige meiner etwas eher unterbelichteten Artgenossen könnten auf uns aufmerksam werden. Ja. Ich hab das Gefühl, dass er vielleicht jetzt einfach wegbleibt, also abhaut, sich da versteckt. Wisst ihr, was ich meine? Aber warum? Strahlen kann man versiegeln. Mist, ich dachte, das geht vielleicht. Na gut, dann hätten wir nämlich die Strahlung reinigen können. Irgendwie. Moment mal. Alter Schwede. Alter. Moment mal. Wie hoch das geht, wie hoch? Alter. Oh Mist, Alter, Alter Schwede. Das musst du einfach mal ausprobieren. Alter, wie krass das war. Das geht ja so schnell gut, das kannst du ja gar nicht richtig, da kannst du ja gar nicht mehr richtig reagieren. Gut, jetzt habe ich wieder hier gespeichert. Jetzt habe ich keine radioaktiven Strahlen mehr in mir sozusagen. GEK beschaffen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, oder? Wir können ja nichts mehr was anderes machen. Ich muss nochmal speichern. Dann warten wir mal. Ja, und ich warte. Und ich warte. Und ich warte, und ich warte, und ich warte. Hier ist das GEK. Wo ist der Koffer? Unser Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Hier ist das GEK, wie versprochen. Hm? Ich hoffe, es ist das Ganze wert. Nun, ich fürchte, unsere Wege trennen sich hier. Ich finde hier schon raus. Keine Sorge. Vielleicht sehen wir uns wieder. Irgendwo im Ödland. Ah, ja, sehr sympathisch, sehr nett. Aus der Wohl 87 ausbrechen, okay. Dann tun wir das mal. Wird der Ausweg denn angezeigt? Ort anzeigen, lokale Karte. Okay, dann müsste ich. Oh. ist ein langer Weg. Glaube ich wieder, ne? Okay, die Walls allgemein sind ja nie. Nicht immer klein, sagen wir mal so. Ich glaube, muss ich nach unten oder muss ich nach unten? Ich weiß es nicht. Ja, geradeaus erstmal. Durch die Tür. Die ganzen monströsen Monstern sollten jetzt eigentlich weg sein, ne? Oder? Was? Was war das jetzt? Was? Hä? Ziel gesichert, Sir. Nein. Gute Arbeit, Soldat. Vergewissern Sie sich, dass das GEK vollständig gesichert an Bord meines Vertibirds ist. Jawohl. Ich werde die Techniker anweisen, herunterzukommen und das Gerät sofort zu entfernen. Ist er auch sicher unverletzt? Ja, Sir. Er wird in Kürze die Besinnung verlieren, aber wir können ihn wiederbeleben. Sehr gut. Er soll umgehend auf den Transport vorbereitet werden. Sofort, Sir. Nein. So, Sie sind also wach. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie mir den Code für den Aufbereiter, und zwar sofort. Deswegen kam, ich habe mich nämlich schon gewundert, ich wollte nämlich eigentlich den Typen da, der uns das GEK beschaffen hat, wollte ich eigentlich folgen, weil er ja auch raus wollte. Aber deswegen ist er uns nicht gefolgt, damit die ganze Story ich auch passt, ne? Ich sage Ihnen, was hier vorgeht. Sie haben verloren. Die Guten haben gewonnen und gehen jetzt zum Endspurt über.
Den Aufbereiter haben wir, aber wir brauchen noch den Code, um ihn zu aktivieren. Sie werden mir den Code jetzt geben und uns allen jede Menge Ärger ersparen. Vielleicht lasse ich sie sogar laufen. Einverstanden? Verpissen Sie sich. Ich werde Ihnen nichts sagen. Okay, Sie wissen okay. doch genau Bescheid. Können Sie mir nur nicht Ohne weh. Code können wir Warum den Aufbereiter nicht haben? Aktivieren. Und je länger er aus ist, umso mehr müssen die Leute leiden. Jetzt reißt mir aber der Geduldsfaden. Ich will diesen Code. Und zwar jetzt. Der Code ist 216704. Ich kenne den Code nicht. Kennen wir den Sehr Code überhaupt? Schön. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir kennen müssen den Code wir gar ihn nicht, nur ne? noch verifizieren. Einfach mal einen Code sagen. Hier spricht Colonel Ortem. Sind Ihre Männer in Stellung, Soldat? Ich hoffe, der war jetzt nicht richtig. Der Code lautet 704. Ich wiederhole. 704. Bitte bestätigen und eingeben. Warum bestehen Sie darauf, sich und uns das Leben schwerer zu machen, als es ist? Vielleicht sollte ich einfach schießen. Was glauben Sie, wie viel Blut werden Sie vergießen, bevor Sie mir sagen, was ich wissen will? Colonel, ich brauche Sie. Mr. President, ich habe keine Zeit für andere Angelegenheiten. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Nun, Colonel. Ja, Sir. Können wir uns befreien? Können wir uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise befreien? Ich entschuldige mich für Colonel Ortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radioübertragungen gehört haben. Ich würde gern mal mit Ihnen reden, unter vier Augen. Ich denke, es gibt da so einiges, das wir beide besprechen sollten. Sie finden Ihre Habseligkeiten im Spind neben der Tür. Ich werde den Weg für Sie freimachen. Und ich werde auch Ihre Fesseln lösen. Ich warte in meinem Büro auf Sie. Sputen Sie sich. Okay. Saßen wir jetzt hier oder standen wir jetzt hier? Ich glaube, hier waren wir irgendwie so einem elektrischen Kreis gesammelt oder so, ne? Alter, 1200 EP. Oh, yay. Die nächste Aufgabe schon erfüllt? Krass. Unsere ganzen Items nehme ich einfach mal. Keine Bewegung! Sie sollten doch in der Zelle stecken. Sie werden nirgendwo hingehen. Der Raum daneben ist gesteckt voll mit Wachen. Wenn ich die hole, sind sie wieder in ihrer Zelle. In einem Leichensack, wenn es sein muss. Das Gebrabbel eines Gefangenen interessiert mich nicht. Treten Sie zurück. Und zwar sofort. Mist. Man kann es ja mal versuchen, auch wenn Ben weiß, es wird scheitern. Tja, Sie dann gehen muss ich irgendwo leider umlegen. Machen! Okay, ich werde jetzt einfach langsam den Weg gehen. Oh, geh. Siehst du, das würde mich verarschen. Jetzt müssen wir doch nicht ernsthaft uns da durchschießen. Wurde er jetzt ernsthaft totgeschossen von denen? Achtung, Raven Rock Personal. Hier spricht der Präsident. Ist ja wohl sehr lächerlich. Ich habe unseren Gast aus Rund 101 in mein Büro gebeten. Ja. Lass mich in Ruhe. Ungehindert passieren. Ich danke für Ihre Der sagt doch, dass er sagt das so extra durch. Wieso werde ich jetzt immer nur angeschossen? Oh. Wahrscheinlich, weil wir die angegriffen haben. Saussure? Hallo. Hallo. Der müsste jetzt zumindest. Ich hoffe, der ist jetzt friedlich, oder ist das? Moin. Können wir hier rein? Nee, können wir nicht rein.
Achtung! Ich habe die Befürchtung, wenn wir das, ihn töten wollen, hiermit dass wird uns der Befehl erteilt, auch angreifen. Die bisherige Direktive des Präsidenten zu ignorieren. Der Gefangene aus Vault 101 ist bei Sichtkontakt zu erschießen. Ich wiederhole, was? Bei Sichtkontakt zu erschießen. Das ist ein Befehl. Ich habe eine positive ID für das. Toll, dieser Penner. Dieser dreckige Penner. Oh. Ja, da kamen wir zwar her, aber hey. Oh, Mist. Oder nee, davon kamen wir gar nicht. Es gibt mehrere Zellen, okay. Ach nee, ist ja blöd. Dass die ja immer noch auf uns gehen. Und ich weiß gar nicht, wo der richtige Weg ist jetzt. Ganz kurz mal auf der... Ah, müssten... Ja, okay, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ein Glück. Okay, der ist fast tot. Den kriegen wir auch mit einem Sturmgewehr ganz gut tot. Natürlich looten. So. Energiezellen. Hier, das nehme ich natürlich alles mit. Stimpack gerne. Hausschlüssel, Nathan und Manja. Kennen wir die nicht? Warte mal. Sag mal, ist Nathan? Ah. Nathan? Wie kommen mir die voll bekannt vor? Ich weiß gerade überhaupt nicht. Ist das jetzt hier richtig? Moment mal. Zurückziehen und ist das richtig? Ich hoffe mal. Aber das ist doch voll ätzend jetzt hier, dass die uns an auf an, noch auf die uns, dass die uns auch noch angreifen. Moment mal, ich komme ganz kurz auf der Karte, wo wir lang müssen. Also wir müssen nach oben. Das heißt, wir müssen gegen die kämpfen. Ah, wir haben keine Rüstung an. Ah, okay. Gut zu wissen, ob wir keine Rüstung an haben. Ich wusste das nicht. Habe ich vergessen, die wieder anzuziehen. So, mal ganz kurz hier. Hilfe, pumpe ich mir mal ganz kurz. Stimpack rein. Noch Stimpack rein. Kleidung, ziehe ich meine Kampfrüstung. Ja. Wie schnell zum Teufel geht denn die Rüstung kaputt eigentlich? Bin ich... Oh. Bin ich hier vielleicht etwas sicherer? Ich hoffe mal. Na, wahrscheinlich nicht. Aber schon auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, wir kriegen